Hey, da bin ich wieder mit einem neuen Beispielsatz zum Verb also fix Beshi. Es hat sich am Beshi immer noch nichts geändert. Es wird an die Shushike angehängt, außer bei rahen Verben, da steht es an der Rentalke. Hier haben wir ein ganz reguläres Yodan-Doshi, also steht es an der Shushike. Beispielsatz habe ich diesmal genommen aus dem Tsurei Tsurei Gusa von Yoshida Kenko. Da schreibt er dann so alle Nasenlang mal irgendwie seine Gedanken zu irgendwelchen Themen auf. Meistens in relativ kurzen Abschnitten. Das ist Abschnitt 92. Ja, 92. Und ich habe nicht nur den Satz mit dem Beshi selber genommen, sondern auch noch die zwei Sätze davor, damit man so ein bisschen Kontext hat. Fange ich mal mit Vorlesen an. Tsushin no hito futatsu no ya o motsu koto nakare. Ato no ya o tanomite, hajime no ya ni naozari no kokoro ari. Mairo tada tokushitsu naku kono ichi ya ni saramu beshi to omoe. So, Satzende habe ich markiert mit einem Maru, damit wir auch alle wissen, wo wir uns befinden, wenn wir uns irgendwo befinden. Hier, dort und dort. Wir haben jedes Mal ein, also direkt ein Dossi, also ein Verb am Satzende, keine irgendwie Satzschlusspartikel oder sonst irgendwas, relativ einfach. Was wir allerdings hier haben, was man eigentlich sonst ja relativ selten sieht, ist die Mereke, also ein Imperativ, gleich zweimal, nämlich einmal hier in Nakare, das ist der Imperativ von Nashi, es gibt nicht oder es existiert nicht, wobei, gut, ich muss der Fairness halber sagen, es ist natürlich kein Doshi, sondern ein Keyoshi, ein Adjektiv, aber es wird ja hier verbal gebraucht. Und bei Omoe haben wir auch nochmal eine Mereke, die endet auf E bei Omoe, weil es auch ein Yodan-Doshi ist und da haben wir ja am Ende sozusagen die Vokalabfolge bei den Verbformen A, I, U, U, E, E. Ja, wunderbar. Das habe ich ja bei der Einführung, glaube ich, gesagt, wie das ist. Bei den Yodan-Doshi kann man sich das durchaus merken, weil das eben die fast die meisten Verben sind. Genau. Nashi, es gibt nicht, es gibt nicht, es existiert nicht oder man hat nicht. Und das als Imperativ ist, bisschen seltsam, man übersetzt das damit, man soll nicht, man darf nicht. Okay, ansonsten ist es eigentlich relativ locker, wir haben nichts Dramatisches, wir haben hier noch ein Verb drin, Motsu, dahinter steht Koto, also Sache oder Angelegenheit, wobei das ja meistens eher ein Formalnomen ist und nicht so als solches wirklich übersetzt wird. Motsu, wenn wir ins Wörterbuch gucken, ist ebenfalls ein Yodan-Doshi. Ja, wie gesagt, die kommen wirklich ständig, deswegen kann man sich da ruhig die Endvokale oder Endsilbenreihenfolge merken. Bei den Yodan-Doshi ist die Rentaike identisch mit der Shushike, entsprechend bleibt Motsu, bevor es vor dem Koto steht. Ja, dann können wir wahrscheinlich mit dem ersten Satz gleich mal anfangen und den übersetzen. Also, man soll nicht, man darf nicht. Tsushin no hito ist ein Anfänger oder jemand, der etwas zum ersten Mal macht oder noch nicht so versiert ist bei sowas. Futatsu 2, wie im modernen Japanisch, ja, ein Pfeil zum Bogenschießen, auch wie im modernen Japanisch. Ja, alles klar. Übersetzen würde ich den Satz so, als wenn hier ein Wa stünde, eine Themapartikel. Und insgesamt ist das dann wahrscheinlich so eine Art Ratschlag oder sowas. Also einem Anfänger sollte man oder darf man keine zwei Pfeile geben. Ato no ya o tanomite. Das ist die Partikel T. Wie ich sagte, verlagere ich auf ein bisschen später. Wenn wir ein bisschen mehr Grammatik haben, weil die meisten Sätze, wo halt T vorkommt, doch noch relativ viel andere Grammatik enthalten, deswegen vorerst ganz kurz und grob A machen, T und B machen. Okay, Ato no ya,
ist dann der zweite Pfeil. Wir haben ja hier für Katsu no Ya haben wir ja zwei Pfeile. Ato no Ya o tanomite. Tanomu, sich auf etwas verlassen. Also sich auf den zweiten Pfeil verlassen. Und Hajime no Ya, der erste Pfeil. Und dann nie dem ersten Pfeil. Ari hat er. Ganz schlechtes Deutsch, ich weiß. Dem ersten Pfeil hat er ein Herz. Und was für ein Herz? Ein Naosari no Kokoro. Also ein nachlässiges Herz. Gut, so viel erstmal dazu. Ich mache das gleich nochmal schön am Ende. Maido tada tokushitsu naku, kono itsuya ni saranu beshi to omoe. Omo, denken. Omoe, denke. Oder siehe etwas an. Und dann haben wir hier Beshi. Beshi, wie ich schon sagte, hat ja relativ viele Bedeutungen. Und hier ist es die Bedeutung Ishi, also Absicht oder Intention. Sadamu, etwas. Sadamu, beschließen, festlegen, entscheiden. Sadamu, Beshi, also festlegen wollen, entscheiden wollen. Denke, dass du entscheiden willst. Kono Itsiyani, also. Eigentlich wörtlich in diesem einen Pfeil, aber das ist ja dann instrumental, also mit diesem einen Pfeil. Und hier haben wir wieder Nashi, diesmal in der Form Naku, das ist ja eine Renyoke. Und Renyoke ist ja eigentlich so ähnlich wie Te, also einfach Satzverbindung A machen, Renyoke und B machen. Der Anfang ist dann jedes Mal nur Gewinn, Verlust, es gibt nicht. Gemeint ist dann damit, wenn man das ein bisschen geschickter ausdrückt, so, dass man nicht jedes Mal, dass es nicht jedes Mal die Optionen gibt zu gewinnen und zu verlieren. Und man soll dann so denken, dass man mit diesem einen Pfeil, den man eigentlich nur hat, die Sache zu Ende bringen oder zu einem Abschluss bringen will. Okay, jetzt mache ich das nochmal schön. Dann halt nicht ganz exakt entlang der Grammatik, weil das sonst wieder ein bisschen komisch rüberkommt, sondern halt so, dass es sich sinngemäß gut anhört. Man soll einem Anfänger keine zwei Pfeile geben. Er wird sich auf den zweiten Pfeil verlassen und den ersten Pfeil nachlässig ansehen. Oder mit dem ersten Pfeil nachlässig sein. Er soll denken oder denke, dass du nicht jedes Mal die Optionen gewinnen und verlieren hast, sondern dass du es mit einem Pfeil zu Ende bringen musst oder willst. Stimmen müssen, man kann es auch als Angemessenheit, also Tikito, übersetzen, aber in dem Grammatikbuch, wo ich reingeguckt habe und wo der Satz auch drin stand, da stand sie mir jetzt nicht eher so, ja, denke so, dass du es mit einem Fall zu Ende bringen willst und nicht jedes Mal die Option auf Gewinn und Verlust hast. Ja, wunderbar. Das wär's und dann mache ich jetzt noch einen Beispielsatz. Beshi hatte ich ja, glaube ich, noch nicht als Vermutung gebracht, deswegen habe ich noch einen, nehme ich noch ein Beispiel, wo Beshi dann eine Vermutung ausdrückt. Alles klar, bis dann.